Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOGG. Euer Lieblings-YouTuber ist natürlich für euch wieder fresh am Start. Und zwar gibt es wieder eine neue Folge Rap Talk, meine lieben Freunde. Ja, unser heutiges Thema ist, die Shirin David hat vor knapp einem halben Jahr, glaube ich, mit Rap oder besser gesagt mit Gesangsrap angefangen. Ist mittlerweile auch ziemlich erfolgreich, würde ich mal so sagen. In ihren Videos zeigt sie sich ziemlich freizügig, offen und zeigt damit die Frauenwelt. Ihr sollt euch nicht verstecken vor euren Körper und zeigt, was ihr habt, meine lieben Freunde. Sorry, Freunde, das musste kurz sein. Ja. Yo, alle ihre Tracks waren eigentlich immer Richtung Platz 1 in den YouTube-Charts gewesen und an sich waren, glaube ich, auch ihre Klickszahlen auch jetzt nicht gerade wenig, also eigentlich immer über Millionen. Sie hat sich wochenlang wahrscheinlich immer mit Mero kontrahiert, wahrscheinlich haben sie sich untereinander immer wieder gebieft mit wer hat den geilsten Track und bla 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 und dies, dat und ich bin Nummer 1, ich bin Nummer 2, bla 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 bla. Das Typische im Deutschrap, ja. In einem HipHop.de Interview hat Millionär einige Props rausgehauen an die Rapperin Shirin David und zwar sagt er folgendes, meine lieben Freunde. Die Glamour Queen ist jetzt so oder so, also die Shirin David, so eine Freundin von mir, meine Schwester A. Ich wollte gerade sagen, Alter, ja. Sie ist die absolute Nummer 1, ne? Ja. Und Eva und so sind sie auch alle da, etablierte Künstlerin, Shirin ist ja gerade gekommen. Ja. Macht Mucke, hat den Next Step gemacht, übertrieben, hat alles zersägt, kann man nichts sagen. So, wenn du Shirins Video anguckst, jeder Rapper, der über Shirin hatet, soll erstmal so ein Video wie Shirin drehen. Nur die Patte auf den Tisch legen, so ein Video zu drehen oder allgemein die Mucke zu machen oder was weiß ich. Aber das geht so in die Richtung. Ist auch gut so für Deutschland. Weißt du, ich meine, die ganzen Jungs haben gemacht, das ist wie Frauenfußball. Ja. Jetzt kommt der Rest hinterher. Weißt du, so die Frauen sollen sich auch ein bisschen beweisen. Voll, ein bisschen Weibermucke machen. Voll, Alter, das wird ja immer mehr. Du warst einer der ersten und einzigen, die, was heißt, sich getraut haben, aber die öffentlich gesagt haben, ey, das ist schon dope, was die macht, so, die ist talentiert. Ja, normal. Also Shirin. Aber ist ja so. Lass die machen, so, akzeptiert das. Wenn ihr das nicht feiert, dann sagt, gebt konstruktive Kritik und nicht einfach so Haterei. Ja, Digga, das Ding ist, guck mal, ne, Digga, die kann ja auch nicht ihr Leben lang bei YouTube bleiben, weißt du? Die ist ja gerade auch erst, genau, die muss ja auch den nächsten Schritt machen, so, und Digga, es gibt dann YouTuberinnen, die finden ihre Bestimmung in Kosmetikprodukten. Ja. Und dann gibt es dann sowas wie Shirin David. Wenn du ihr sagst, rap mal das und das Lied mit, rappt sie das einfach mit. Von Deutschrappern, weißt du, ich meine so? Oder singt. Und dann weißt du, okay, die ist musikalisch. Die hat genau richtig agiert und der Erfolg gibt dir recht. So, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Digga, weil sie so viele Follower, Bruder, dann hatest du. So, weil es gibt viele YouTuberinnen, die Mucke gemacht haben, das ist einfach untergegangen. Weißt du, ich meine? Hat, ja. Genau. Ja. Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ja, meine lieben Freunde, also für die Männer ist das wohl wahrscheinlich ziemlich krass zuzusehen, dass eine Frau kommt und aus der YouTube-Szene kommt, besser gesagt, und einfach alles abrasiert, was man so in Deutschland abrasieren kann. Jede Menge Werbung, jede Menge Kooperation mit Firmen, mit, glaube ich, was war das, was habe ich da gesehen, irgendeine Drogeriekette hat, glaube ich, mit ihr irgendwie zusammengearbeitet oder arbeitet jetzt besser gesagt mit ihr zusammen, also ein Vertrag mit Universal hat sie auch bekommen, die ist dead, also die ist wirklich da angelangt, wo sie, glaube ich, all die Jahre hin wollte und wirklich fetten Respekt und fetten Props an dich zurück. Ja, fette Props an Shirin David, ja, hast du wirklich super gemacht, coole Tracks. Yo, meine lieben Freunde, das war's mit unserem Thema heute. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich danke euch, dass ihr euch meine Stimme bis hierhin angehört habt. Dies, dat, je nachdem, wie auch immer. Ich danke euch fürs Einschalten. Macht's gut. Peace and out.